So, Freunde. Heute gibt's Kniebeugen mit Akko the Persian Killer Junior, nämlich meinem kleinen Bruder. Und er trainiert normalerweise keine Beine, der ist wie Farid Bang, er trainiert nur Oberkörper. Denn Beine sieht man in der Diskothek nicht und die Diskotheken werden ja mal hoffentlich bald wieder aufmachen. Dementsprechend habe ich ihn heute mit sehr starken Überredungskünsten dazu gebracht, mit mir Kniebeugen zu machen. Wobei ich sagen muss, ne, wie gesagt, Ende November, Mitte November irgendwann hatte ich Corona. Und wir sind jetzt ungefähr 3 Monate davon weg und ich war kurz davor, die 140 und da drüber zu kommen, wo mein eigener persönlicher Rekord liegt. Und jetzt wollen wir mal heute gucken mit seiner Hilfe, weil wenn jemand da ist, traut man sich auch ein bisschen mehr. So gucken, wie weit ich heute komme, wie weit er kommt, werden wir dann auch sehen. Also, wir fangen an mit der Stange. Ne, erstmal komplett mit dem eigenen Körpergewicht. Das ist ja auch schon 130 Kilo. Ich habe ja auch über den Winter zugenommen. Ich müsste ungefähr 130, 132 drauf haben. So, Speckwanz ist da. Also, let's go. Erstmal aufwärmen vielleicht so. Und dann... Dann reden wir aber auch über die Geschichte mit Kevin Wolter, Flying Uwe, Matthias Clemens... Und der Rest der Kraftsportbande oder Sportbande allgemein aus YouTube und vielleicht auch über ein paar andere Themen. Ja, ich habe leider, okay, du bist dran, jetzt erstmal aufwärmen. Erstmal mit meinem eigenen Körpergewicht. So. Ja, der muss schon richtig runter, ne? Also da muss ich drauf achten, Freundchen. So nicht, mein Freund. Abfälschen gibt es nicht. Ja, ein paar Leute haben mich ja angeschrieben. Was ist denn los? Deine Meinung zu Flying Uwe und Kevin Wolter? Und ich habe da eine Meinung. Mal sehen, ob ihr diese Meinung mit mir teilt oder nicht. Was viele nicht wissen, ist, dass Flying Uwe meinen besten Freund hatte, mit dem er Bankdrückvideos gemacht hat, so 2008, 9, 2010, 11, so um den Dreh. Und dieser Kollege von Flying Uwe hat immer um die 200, 210 Kilo Bankdrücken gemacht und damals immer erzählt, ja, ich bin natural und so. Und das waren so die Anfangszeiten, wo ich schon so am Recherchieren, am Gucken war, wie ich den Kollegen von Flying Uwe so ein bisschen exposen kann. Aber andere Dinge haben sich ergeben. Ich habe damals ein paar andere YouTuber, kleinere YouTuber exposed. Ja, ansonsten, ich habe jetzt weder negative Erfahrungen jetzt persönlich mit Flying Uwe, noch großartig positive. Ich habe mir ein paar Videos von ihm hier zwischendurch reingezogen. Erst geht gleich weiter, ja? So. Ja, ist ein Ticken zu hoch. Das muss eine runter. Eine Stufe runter. So, ein Loch weiter runter. Geht sofort weiter. So. Erstmal die Aufwärmphase mitnehmen, damit die Knie richtig geschmiert sind. So, du bist. Pass auf, das ist ein Straf. Ja. Ey, ohne Scheiß, auch durch diese Corona-Geschichte bist ja nie rausgegangen die letzten Monate. Nur am Essen, ab und zu Training und dann rumliegen und zocken und ja, zwischendurch, also. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Guck mal wirklich, dass du jetzt schon übst, dass du richtig tief gehst, ne? Bruder, ist tief genug, reicht. Ja, nee, ass to grass ist ja, halt so, ja, da muss schon, beim Bizeps muss schon deine Waden berühren, ne? Ist zu lecklich am Ass. Achso, du willst keine Tiefe. Du willst schon gut, das reicht schon. Du willst diese halben machen. Die reichen schon. Die mach halben. Kein Auge. Mach kein Auge. Nimm mal die 15er Scheiben. Okay. So, mein Bruder cheatet schon so ein bisschen. Der Akku ist ein Versagen nur schon
mal klein kriegen, wenn ihr die Challenge hier verliert. Achso, du meinst also, du überbietest mich, ja? Ja, sicher. Okay, ich bin mal gespannt. Bereite deine Zuschauer schon mal darauf vor. Hast du denn schon mal Kniebeugen gemacht überhaupt? Ja, ja. Wie viel denn? Öfter als du. Wie viel denn? Genug. Wie viel? 200. Auf Wiederholung. 200 Gramm. Gramm, ja. Wollte ich gerade sagen. Hat ja keiner gesagt, was? Ja, wo waren wir stehen geblieben? Freunde, ist euch denn mal aufgefallen, dass Flying Uwe auch reichweitentechnisch so ein bisschen, sag ich mal, gelitten hat, als er dann immer mehr ins Business reingerutscht ist? Und ich sag mal so, als er dann diese Firmen aufgemacht hat, wurden seine Sportvideos immer weniger, seine Vlogs wurden immer weniger. Und das Ganze hat immer mehr so, ja, wie soll man sagen, seine Kanäle wurden immer weniger Flying Uwe und sein Sport oder Flying Uwe und die Videospiele. Er hat ja auch einen Videospielkanal oder hat den noch, sondern es wurde halt immer mehr Geschäft und Werbung. Ist das jetzt prinzipiell was Schlimmes? Nein, weil er hat Frau und Kind. Haus gebaut, wie auch immer, muss ja alles finanziert werden. Also ich will jetzt damit seinen Werdegang im Sinne von geschäftlich gar nicht runterreden, weil das wäre ja Blödsinn. Ne? Immer runterreden, wenn jemand Geld macht, nein. Solange er ein sauberes Geschäft macht und wenn er Klamotten verkauft, Supplemente verkauft, solange die in Ordnung sind, so ist es erstmal was Gutes. Ich bewerte jetzt nur rein technisch, warum Flying Uwe irgendwann angewiesen war, anscheinend, auf Kevin Wolter. Weil Kevin Wolter war ein reiner YouTuber erstmal. Klar hat er seinen Bodybuilding-Sport gemacht, aber im Sinne von, er hat immer Kooperationen gemacht mit irgendwelchen anderen YouTubern, unter anderem jetzt auch letztens mit Drachenlord, um Reichweite zu generieren. Du musst das so sehen, diese Reichweite wird dann irgendwann umgemünzt in Kohle. Im Sinne von, dass Flying Uwe, weil er selber immer weniger Reichweite hatte, hingegangen ist und ein paar große YouTuber, unter anderem Kevin Wolter, angefragt hat, wahrscheinlich, oder Kevin Wolter hat ihn angefragt, ich weiß es ja nicht, aber sowieso, wie ich das mitbekommen habe, hat Flying Uwe dann irgendwann so gesagt, hey, zu dem so, wie sieht's aus, möchtest du für unsere Produkte Werbung machen? Ja, und so kommt es, wie es kommen muss. Am Anfang, ihr müsst das euch wie in so einer Ehe vorstellen, zwischen Mann und Frau oder wie auch immer, Mann und Frau oder wie auch immer. Ja, am Anfang sind die großen Versprechungen und was davon am Ende übrig bleibt, ist halt so die Sache. So, jetzt machen wir erstmal noch einen Satz und dann reden wir weiter. So, schieb mal rein, weil die Scheiben sind nicht drin. So, Stange 15-15 und dann nochmal 10-10. 30, 40, 50, 60 Kilo sind wir jetzt mittlerweile. Ich muss mir mal was trinken gleich. Mach mal. Geht sofort weiter, Jungs, ja? Das sieht aber anders aus. Bruder, dann musst du erstmal die Kamera runter machen und lässt die Leute bewerten, wie tief das ist. Nicht so komische Kommentare abgeben. Solange mein Kopf genauso tief ist wie deiner, reicht das. Erzähl keine Storys. Und ich bin größer als du. Das können die Leute dann ja bewerten, ob sie deine Kappe sehen oder ob sie meine Kappe dann sehen. Also ich halte das ja für ein Gerücht. Mach mal nochmal. Ich bin dann noch so ein bisschen größer als du, ne? Ja, aber das hat mit erst zu groß ja nichts zu tun. Doch. Das ist schon tiefer, als du. Nee. Also hier. Das hat's mit nichts, aber wohl nichts. Ja, ist so, also. Tja, Brudi. Wir können gerne gleich mal
Nein, Digi, das bin ich ganz anderer Meinung. Also, diese Challenge gewinne ich. Niemals. Ja, sicher. Also, auf jeden Fall. Ja, so wie du die Kniebeuge machst, also. Ich mach kein Auge. Ich sag dir, Leute sehen halt schon, wie tief mein Kopf dann ist. Nein. Ja, doch. Da bin ich ganz anderer Meinung eigentlich. Da bin ich sogar noch größer als du. Das hat mit der Größe nichts. Du musst auch tief gehen. Wenn meine Kappe tiefer ist als deine, bin ich ja tief genug. Vielen Dank. Nee, es geht nicht um deinen Kopf, es geht um deine Beine. Kann ja nicht sein, dass ich mit dem Kopf tiefer bin und nicht tiefer war als du. Also, das halte ich für ein Gerücht. Keine Storys erzählen, Bruder. Also wirklich, das geht ja mal gar nicht. Also hier, ist ein richtiger Cheater hier, der Typ hier. Genau. Da muss ich Aufklärungsvideo gegen meinen eigenen Bruder machen. Nee, wenn das Simon wüsste, aber was du für ein Cheater bist. So. 8 Kilo, easy. 90. Wieso? Die Stange wird doch 10. Das sind 80, Bruder. 30, 40. Ja, das sind sogar 80. Richtig. Meine Fresse, du. Kann doch nicht wahr sein, also. Ja, jedenfalls, wo waren wir stehen geblieben? Ja, die Reichweite, meine Freunde. Und mittlerweile geht's bei Kevin, hab ich so das Gefühl, ist meine persönliche Meinung, nur noch um Reichweite. Das heißt, er kooperiert natürlich, also vom Geschäftlichen her ist das ja auch normal. Also selbst das ist jetzt... Oh, das Ende. Das Ende ist nah. Die Apokalypse ist nah. Da kommt einfach nicht mehr hoch. Selbst die halben Raps kriegst du nicht hin. Meine Fresse. Also, nee, das war richtig ass to grass. Ass to ogre von Akku. Er lügt sogar live vor der Kamera, Alter. Schlimmer als Simon, Alter. Einfach abgetaucht. Wenn der Simon wüsste, Junge, der kann sogar von dir lernen, Junge. Du cheatest live vor der Kamera ohne Schnitt, Junge. Der braucht sogar einen Schnitt, Junge. Lass mal sehen. So. Wo waren wir stehen geblieben? Ja, also. Mittlerweile geht's bei Flying Uwe. Also gefühlt, ja. Das ist so eine persönliche Gefühlslage, so, ne? Gefühlt geht es bei Flying Uwe halt nur noch um Umsatz. Deswegen leiden auch seine Videos, weil gefühlt geht es nur noch um 30% auf alle Produkte. Neue Produkte hier noch. Ja, okay, ist sein Geschäft, versteht man. Aber das Sportliche leidet, die Kanäle leiden. Und gefühlt kriegt man nur noch Werbung irgendwie zwischendurch reingeklatscht. Und bei Kevin Wolter ist halt... Wie soll man sagen? Nur noch Reichweite. Das heißt, jetzt, was leidet denn bei Kevin Wolter? So, irgendwelche Aufklärungsgeschichten im Sinne von mit vielleicht etwas kleineren YouTubern mal kooperieren, irgendwas aufklären oder irgendwas Produktives über die Kraftsportwelt im Sinne von, ja, wo es auch zur Sache geht. Ja? Also man hat auch nur noch das Gefühl, okay, man guckt so auf YouTube, gibt irgendein Wort über Sport ein oder über irgendwas. So, wer hat die meiste Reichweite? Alles klar, jetzt muss unbedingt mit dem auch eine Kooperation her. Und dann geht man nach unten. So, erstmal die mit den meisten Reichweite, dann weiter runter. Ich meine, geschäftlich ist das ja irgendwo zu verstehen. Ja, ist auch nichts Verwerfliches in dem Sinne. Aber du darfst am Ende des Tages, wenn es um den reinen Sport geht, darfst du nichts Großartiges mehr da verlangen, weil... Auf der einen Seite geht es nur noch um Reichweite, um dann später größere Sponsoren zu bekommen. Auf der anderen Seite geht es auch wiederum bei Flying Uwe als Beispiel auch um Reichweite, um mehr Produkte zu verkaufen. Das heißt, das Ganze ist halt sehr geschäftlich geworden. Und wenn ich mir anhöre, ist ja egal von wem, ja, ob das jetzt der Kevin Wolter ist oder Flying Uwe, wo man dann immer wieder hört, ja, es geht nur noch um Qualität und meine Zuschauer sollen die besten Produkte kriegen. Ja, also mein eigenes Gefühl sagt mir so, im Prinzip zählt, was habe ich erst als erstes davon und was danach ist, gucken wir erstmal, ne? So ungefähr. So ist mein eigenes Gefühl. Ob das so ist, müsst ihr entscheiden. Jeder hat da so seine eigene Meinung. Meine Meinung ist, das Ganze ist so,
so stark reichweitenorientiert und verkaufsorientiert, dass der Sport auf jeden Fall komplett da zurückgeblieben ist. So, wer am Ende des Tages recht hat, ich habe das Video auch von Flying Uwe vor ein paar Tagen gesehen und da habe ich schon Nachrichten bekommen, so ey, sag doch mal was dazu, dachte ich mir, ja, aber lass doch erstmal Kevin Wolter nochmal aussprechen, das was Flying Uwe gesagt hat und Kevin Wolter. Und ich sage euch, am Ende des Tages wird irgendwo ein paar Prozent von Flying Uwe stimmen und vielleicht auch nicht stimmen. Und dann ein paar Prozent von Kevin Wolter stimmen und ein paar Prozent von dem, was er sagt, vielleicht auch nicht stimmen. Am Ende des Tages ist das so ein bisschen, ja, schlechte Schlammschlacht. Und immer wieder zu betonen, es geht nur noch um die Zuschauer und Qualität, egal von welcher Seite jetzt, ob Flying Uwe oder Kevin Wolter. Am Ende des Tages, meine realistische Meinung, es ist einfach meine Meinung, geht's um Kohle und man denkt erstmal an seinen eigenen Arsch. Ne, so, wenn es denn schon so weit ist, dass YouTube dann reines Geschäft geworden ist. Ihr müsst bedenken, das habe ich schon in mehreren Videos gesagt. Die Leute haben Kameramänner, Leute, die das Video schneiden, Leute, die Management betreiben. Equipment ist viel teurer. Ich habe hier immer noch so eine billige 200-300 Euro Kamera, die ich seit Jahren benutze. Meine Videos sind ungeschnitten. So, das gibt halt Unterschiede. Ja, klar kriegt ihr so ein bisschen mehr da geboten, aber am Ende des Tages leidet dann auch die Qualität. Das Bild, die Bildqualität ist in Ordnung, super. Reichweite hier, Reichweite da mit dem und dem YouTuber. Zum Beispiel das mit Drachenlord und Kevin Wolter ist auch komplett schief gelaufen. Ja, am Ende des Tages leidet halt die Qualität, aber nicht die Qualität der Videos an sich, weil die sind hochqualitativ vielleicht oder so, aber es leidet halt die Diversität, so die, ne, mal mit verschiedenen YouTubern, vielleicht auch mal ein bisschen kleineren, so. Und ja, ich meine jetzt zum Beispiel auch mich, dass man mal sich über irgendwelche Themen unterhält, die jetzt mal außerhalb des Rahmens sind. Oder wenn man sagt, nee, der Akku ist mir da ein bisschen zu, ja, keine Ahnung, ne, so, ne, okay, ist ja kein Problem, aber man sieht diese Leute gar nicht mehr, okay, mich ausgelassen, ja, lassen wir mich erstmal beiseite, kein Problem, aber ich sehe diese Leute nie mit kleineren YouTubern irgendwie interagieren, weil das lohnt sich ja nicht, das geht ja nur noch um Reichweite und allein daran merkst du schon, ne, dass es den Leuten wirklich nur noch um Reichweite, um Verkaufen und um Geld geht. Weil ansonsten, weil viele, viele wichtige Dinge im Kraftsport oder im Sportbereich passieren auch bei kleineren YouTubern. Und achtet mal drauf, ich habe das jetzt erwähnt, wir haben März 2021 und wenn ihr wissen wollt, wer real ist und wer nicht, der geht nicht nur nach Reichweite, sondern der guckt, ey, der und der hat die und die Themen angeschnitten, vielleicht ist das wichtig, dann mache ich auch mal eine kleine Kooperation mit einem kleineren YouTuber, ne, um dann wieder diese Realness reinzubringen und nicht immer nur nach Reichweite zu gucken. Ich erwähne da nur die Sache mit Simon. Ne, vor zwei Jahren, drei Jahren, was da passiert ist. Ich erinnere euch an die Interviews von mir, wo teilweise auch, sag ich mal, was schiefgelaufen ist. Ne? Und das prangere ich auch sehr stark an, bevor ich jetzt meinen nächsten Satz mache. Im Hintergrund, ne, vor allen Dingen, ich kritisiere vor allen Dingen die Leute aus Hamburg und Berlin. Da gibt es ja viele Kraftsport- oder Sport-YouTuber, die Richtung Hamburg, vor allen Dingen Richtung Berlin kommen. Im Hintergrund sind die ganz dicke miteinander, ne? Und diese Berliner Kraftsport-Fitness-YouTuber, unter anderem, das könnten auch welche aus Köln oder Düsseldorf oder sonst wo sein, aber mir ist aufgefallen, diese Berliner YouTuber zum Beispiel, ob das jetzt News-Kanäle sind, wo es News und so weiter geht, oder Kraftsport-Kanäle, die halten so zusammen, egal ob der recht hat oder nicht, die halten wie Pech und Schwefel zusammen. Und das ist giftig für den Sport, ja? Das ist nicht gut für den Sport, weil am Ende des Tages, selbst wenn derjenige Unrecht hat, Hauptsache, der hat Reichweite und der ist mit mir einigermaßen befreundet, also ja, dann gebe ich dem irgendwie recht oder ich halte mich, das höchste der Gefühle ist, dass sie sich einfach raushalten. Entweder geben die ihrem eigenen Kollegen recht, obwohl er Unrecht hat, ja, oder die halten sich einfach raus und würden niemals für dich Partei ergreifen oder sagen, ey, der hat vielleicht doch sogar recht mit dem, was er sagt. Weil am Ende des Tages sind die so miteinander. So, genug gelabert, wir labern gleich mal ein bisschen weiter. So, wo sind wir jetzt gelandet? 100. 100. So, ich muss mal gucken, was ich letzte Woche gemacht habe, bis wohin ich gekommen bin. Ich muss auch dazu sagen, jetzt habe ich ein bisschen länger gelabert, aber davor, die Sätze waren relativ schnell hintereinander. Ich bin es eher gewohnt, ein bisschen mehr Pause zwischen den Sätzen zu machen. Ich habe letzte Woche 112 Kilo maximal gebeugt.
So, gucken wir mal, wo wir jetzt bei 100 sind. Ich werde jetzt auch nur 2-3 Wiederholungen machen, damit ich nach oben ein bisschen mehr Kraft habe. So, willst du probieren? Warte kurz. Boden ist noch nicht eben, ne? Ja, tu doch hier das Ding da drauf. Denk dran, ne? Ich bin jetzt selber schon ein bisschen ausgepowert, ne? Guck, ob du dir das zutraust. Mhm. Easy. So. Aber wir labern gleich weiter, ne? Let's go, Champ! Wird jetzt nicht so tief diesmal. Reicht. Nee. Ja. Boah, bitte viele Hasskommentare, ja? Ja, der war nicht tief, egal, das war auch viel. Das ist, ich will erstmal reinkommen. Jetzt, wo ich die Kamera drauf halte, ich muss erstmal reinkommen. Digi, bei denen muss ich, bei hohen Gewichten muss ich erstmal reinkommen. Was komm, das los? Video soll auch lustig werden. Jetzt nimm doch nicht alles Bier ernst. Mach doch selber erstmal 112. Entspann dich. Was? Ich mach heute locker 120, Alter. Ja, sicher. Was ist denn los mit dich, Junge? Ich mach 8 Kilo Sprung diese Woche. Was ist denn los? Richtig. Bester Mann, Junge. Ey, mach mal hier die Scheibe da drauf. Hier die große schwarze. Komm, direkt die 120 auf. Teufel, komm raus, Junge. Jetzt ist der Bruder da, jetzt werde ich übermütig. 120, Junge, direkt auf Agro. Erstmal was trinken, eine Sekunde, ja. Easy, lightweight. Lightweight! Aber ich sag dir ehrlich, ich war noch nie so Ronnie Coleman Fan, Alter. Ich bin eher so Arnold Schwarzenegger Fan und Big Ramy Fan, ein bisschen so. Und wen gibt's denn noch, Alter? The Ultimate Warrior, dieser Wrestler. Und Bill Goldberg, der Wrestler. So. Und wer noch? Undertaker, auch ein Fan. Und wen haben wir noch? Eddie Hall, finde ich auch nice. The Mountain, Haftor, finde ich auch okay. Bin jetzt kein Riesenfan, aber ich finde den gut, okay. So. Der ist ein bisschen zu. So. Boah, kann sein, dass meine Beine zumachen, ne? Weil von 112 letzte Woche auf 120, 8 Kilo Sprung, Alter, das ist schon anders. Verstehst du? Oh mein Gott. Ich habe Versagensängste. Oh mein Gott. Kennt ihr das, wenn ihr Versagensängste habt bei Kreuzheben und Kniebeugen? Wenn ihr denkt so, nein, ich bin ein Lappen, ich schaff das nicht. Musst du Power gehen. Bitte, 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 I want it. So hard. Give it to me. Please. Please. Ach ja, übrigens. Wer auch immer da draußen mich sponsern will.
Schick mal die Ware rüber, Mann. Und ein bisschen Kohle hinterher, ne? So, diese gigantische Reichweite muss natürlich auch bezahlt werden, ne? Ist doch ganz klar. Gönnt mir, gönnt mir. Du musst dann halt, ne, so gehst so ein bisschen unter die Ellbogen so und ziehst mich, also ich muss vielleicht 20, 30 Kilo helfen, wenn überhaupt. Dann komme ich selber. Aber erstmal lass mich machen und dann kannst du mir helfen. Schieb auch keine Panik, ne, weil wenn du zu schnell ziehst, dann kippe ich nach vorne um. Ne? Schon von unten richtig nach oben, ne? Nicht so nach vorne oder nach hinten oder so. Respekt, Junge! Du hast gewonnen. Warte, da kommen noch. Gib mal die zwei Einser da. Man traut sich halt auch ein bisschen mehr, ne? Wenn ich alleine zu Hause bin, auch beim Bankdrücken, traue ich mir 5 bis 10 Kilo weniger zu, weil... Du willst vermeiden, dass du dann irgendwie in der Klemme steckst oder was. Ich habe hier übrigens noch so eine Bank. Ne? Das heißt, selbst wenn ich runtergehe, eine Seite, also ich werde nicht unter dem Gewicht begraben, weil hier rechts von mir ist so eine Bankdrückbank. Das heißt, die eine Seite würde auf jeden Fall auf der Bank landen und die andere Seite, wenn überhaupt, auf dem Boden. Aber das ist jetzt beim Kniebeugen, ich glaube, noch nie passiert. Also ich bin doch auf die Knie gefallen, aber dann habe ich hier noch so zwei Ablagen von der Stange. Das sind so zwei Haken. Kann ich die Stange auch drauf, also so richtig umgekippt bin ich mit dem, ich sag mal, das Gewicht geht noch, ist schon relativ anstrengend, aber es geht noch, das sind jetzt keine Gewichte, für mich zumindest, wo ich jetzt denke, oh mein Gott und so, ne? Natürlich kann immer was passieren, man weiß nie, aber toi toi toi, bis jetzt alles easy. So, 120 haben wir, 122 probieren wir. Das ist jetzt so ein kleiner Maximalkrafttest, ne? So. Ich wollte gucken, so wie weit bin ich 3 Monate nach der Corona. Ne, warte, wann sind es schon 3 Monate? November, Dezember. Ne, es war ja Mitte, Ende November. Dezember, Januar, Februar. Ja, das sind jetzt, ja, könnte man sagen, 3 Monate her. Puh, alles klar. Alles klar, so, kleine Laber-Runde machen wir noch zu Ende. Also, lange Rede, kurzer Sinn, geschäftlich, rein geschäftlich, wenn es um den eigenen Profit geht, machen Flying Uwe und Kevin Wolter das schon richtig, die machen maximale Profit-Videos. Wenn es um den Zuschauer und die Qualität, nicht der Qualität der Kamera oder der Videos, wie die aufgenommen sind, sondern die Qualität der Inhalte leidet dann schon drunter. Ne? Also man merkt, muss man auch ganz ehrlich und offen und deutlich sagen, es geht halt echt nur noch um Reichweite. Beispiel Drachenlord-Videos von Kevin Wolter. Da kamen irgendwie ein paar Leute, die wohl irgendwie auf irgendeiner Seite irgendwas geleakt haben. Von wegen die ganze Story mit Kevin Wolter und seiner Militärgeschichte wäre alles überzogen dargestellt, überbewertet oder überzogen dargestellt und überdramatisiert, um irgendwie, sagen wir mal, ein bisschen auf die Mitleidsdrüse zu drücken. So die Gerüchte. Ich habe da so mal ein Video drüber gemacht. Vor 2, 3, 4 Monaten. Ich weiß nicht mehr genau. Und ich habe ja auch nicht gesagt, dass Kevin Wolter Unrecht hat und die ganzen Drachenlord-Leute Recht haben, sondern ich habe eine neutrale
Sichtweite dargestellt. Ich habe gesagt, hör mal zu, die Gerüchte stehen im Raum. Es wird viel darüber diskutiert. Man muss halt immer dazu sagen, je nachdem, in welchem Forum man unterwegs ist, ist natürlich auch, ne, die geben sich gegenseitig einen Ball und steigern sich da voll rein. Deswegen habe ich gesagt, so ein für alle Mal, weil das Video mit der Militärgeschichte von Kevin Wolter ist auch schon längst gelöscht. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Da wurde halt mal gefragt, so, ey, Kevin, kannst du mal eine Äußerung dazu machen? Das Video hat auch schon mittlerweile um die 30, 35, 40.000 Klicks. Ich habe keine Ahnung, Mann. So genau weiß ich das nicht. Auf jeden Fall weit über 20, 25.000. So, dass man da gar nicht drauf reagiert, weil einfach... Wäre ich jetzt ein YouTuber mit 1 Million, 1,5 Millionen Klicks, Dings, Abonnenten, so, der hätte sofort am nächsten Tag oder am selben Tag wahrscheinlich ein Video gemacht. Ey, so und so sieht's aus. Weil... Naja gut, muss er ja auch nicht am Ende des Tages, er ist ja nicht verpflichtet, ne? Es ist halt so ein Ding auf YouTube, so keiner muss, ist alles, das ist so wie soll man sagen, das ist so ein bisschen wie alles kann, nichts muss, der muss ja nicht reagieren, aber verstehst du, es geht einfach nur noch um Reichweite so und es tut mir leid, da leidet echt die Qualität und wenn man dann die ganze Zeit sagt, ja es geht mir nur noch um die Zuschauer und die Qualität und so, ob ich das so glauben soll, ob es echt nur noch um die Zuschauer geht oder eher so um den eigenen Profit, na, dann müssen die Zuschauer, muss jeder für sich selber entscheiden. Ja, das meine 50 Cent zu dieser Thematik. Ich bin jetzt auch nicht voll gegen Kevin Wolter, ich bin auch jetzt nicht voll gegen Flying Uwe, weil am Ende des Tages haben die in meinen Augen jetzt nichts megamäßig krasses verbrochen oder irgendwie sowas. Sondern eher so, das geht um Kleinigkeiten, Details, da leidet halt die Qualität drunter. Ne? Und bevor ich mich 100 Mal wiederhole, ja, ich würde sagen, ich belasse es bei den 122 Kilo. Und vielleicht machen wir ein bisschen Gewicht runter für den kleinen Akku der Persian Killer hier. Little Killer. Und weil der muss ja auch irgendwann stark werden. Wobei 122 ist jetzt nicht stark, aber auf jeden Fall stärker als du. Das reicht, ne? Fürs Ego. Fürs Ego reicht das, ja. So, und dann würde ich sagen, das war jetzt, also ihr dürft auch nichts, weil ich habe teilweise mit ihm schon Videos vor 8, 9, 10 Jahren gedreht, ne? Zum Beispiel, da war irgendeine Situation, dann habe ich irgendwas nicht gepackt, dann schreie ich den an, dann sagen alle, wie redest du mit deinem Bruder? Und so, das ist auch 80-90% Spaß, ja. Die Videos sollen ja lustig werden, also am Ende des Tages, das ist jetzt einfach alles mit den Augenzwinkern, ja. So, also macht euch keine Sorgen, so, wir trainieren ab und zu zusammen, alles ist bestens. Ab und zu kloppen wir uns auch und dann passt das. Natürlich gewinnt immer der Acker, ne? Ist klar. Ach ja, ich habe in drei Tagen Geburtstag, ne? Am 8.3. Also, kommt auf Twitch vorbei, Akku Power Twitch. Links in der Videobeschreibung, Facebook, Instagram und mein Twitch-Kanal, Akku Power Twitch. Wir sehen uns auf Twitch, auf Instagram, auf Facebook. Vielen Dank fürs Zugucken. I love you. Wir sehen uns. Auf Wiedersehen. Tschüss, Sikorski. Wie lange haben wir aufgenommen jetzt? Yalla, goodbye. 33 Tschüss. Minuten. Ey, abonnieren, liken, teilen, empfehlen. Und ey, postet diesen Link unter Flying Uwes und Kevin Wolters Videos, sodass sie irgendwann drauf reagieren. Ich will endlich Reichweite durch Flying Uwe und Kevin Wolter und Drachenlord. Reichweite für den Akku. In diesem Sinne, I love you.